Ah, das ist toll, dass der Münzeinsammelsound, der verzögert sich ein bisschen, wenn ich gerade am Lautsprecher bin, damit ich meine Musikpower auflade. Das ist nur lustig. So, gut, hier ist aber offensichtlich dann nichts mehr. Dann machen wir unten nochmal schnell die Runde. Ja, vielleicht ist ja hier noch irgendwo irgendwas Tolles versteckt. Wie zum Beispiel... Nein, ich... Wollte da nicht rein. Schnell raus wieder. Dann macht das Spiel einfach irgendwelche Dinge, die ich gar nicht will. Das ist ja nett. So, ich wollte ja eigentlich hier hin, weil da ist eine Münze. Ist zwar schade, weil ich wollte eigentlich Bananen haben. Aber naja. Daumen vielleicht? Nö, auch nicht. Nase. Nee. Gut. Aber ich kann mich erinnern, irgendwo waren da... doch noch Bananen. Boah, wo war das? Verdammt, Leute, ich weiß es nicht mehr. Was ist das? Ich glaube, ich sollte mir mal kurz wieder die Energie aufladen. So, danke. Funky haben wir ja auch schon geholt, ne? Oder die Waffe. Waffen-Upgrade haben wir alles. Hoffentlich gehe ich mal davon aus, ne? Oh, Lanky, ich habe nichts für dich. Tut mir leid, aber komm, hier, Munition. Hast ja doch was für mich, danke. So, gucken wir da mal rein. Komm, wir teleportieren uns jetzt einfach mal wild herum und gucken, ob wir irgendwo was finden. Irgendwo was Brauchbares noch finden für uns. Nö, nö, nö. Da hinten war ja auch nichts. Nein, da oben ist auch nichts. Ich bin mir fast sicher, dass das irgendwo hier sein muss. Beim Lama-Tempel, Moment, da gucken wir jetzt noch beim Lama-Tempel auf die Rückseite, aber das haben wir auch schon gemacht. Mehrmals, oder? Da ist definitiv nichts mehr. Nee, beim Lama-Tempel auf die Rückseite haben wir auch schon oft genug geguckt. Und drinnen waren wir auch schon oft genug. Ja, nicht nur einmal, oft genug waren wir da drinnen. Ja, komm. Ah, das hängt da wieder auf dem blöden Schalter so fest. Ja, also da ist definitiv dann nichts mehr. Ja, toll. Wir werden mit Lanky die 5 fehlenden Bananen nie finden. Oder vielleicht sind sie ja... Moment. Vielleicht sind sie ja hier drinnen zu finden bei Donkey. Nummer 5 war eh auch da hinten irgendwo. Der Teleporter Nummer 5. Der müsste da hinten irgendwo gewesen sein. Da vielleicht? Nö, da habe ich auch schon 10-mal raufgeguckt. Eieiei. Jetzt bin ich so paranoid. Genau, dass ich mitten in den Treibsand reinspringe. In den schwefligen, heißen Treibsand. Da wollte ich rein. Nummer 5. Vielleicht ist ja da noch eine Staube. Aber ich glaube eher nicht. Nein, sieht leider nicht so glücklich aus. Auch kein Ballon. Gut, Ballon wäre ja zu viel des Guten, weil Ballon würde mir ja 10 bringen. Ich brauche ja nur 5. Ja, doof irgendwie, oder? Ist echt irgendwie doof. Finde ich jetzt schade. Hm. Moment, da oben? Da sind wir aber schon drüber gesprungen, oder? Nicht, dass es hier zwischendrin irgendwo so eine Staude ist. So, die wir aus irgendeinem Grund nicht... Ich sag jetzt nichts. Ist besser so. Ja. Gut. Gut, 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 gut. So, den Tempel lassen wir auch. Nee, komm. Also ich glaube mal, hier ist dann nichts mehr. Komisch, wo fehlt da noch was? Wo könnte da noch was fehlen? Wo könnte da noch was fehlen? Gute Frage, gute Frage. Wo könnte da noch was fehlen? Ich habe keine Ahnung. Hm. Nee, in Lama-Tempel gehen wir definitiv nicht mehr rein. Aber, ja, es kann natürlich eins sein. Das wäre zwar echt doof vom Spiel, aber wer weiß, wer weiß. Das ganz am Anfang... und vielleicht waren da eh da zurück noch Bananen irgendwo. Oder dass in dem Gang, den man dann später mit Chunky aufmachen kann, ja, da drinnen nämlich, dass da vielleicht dann noch irgendwas zu finden ist. Ah, ach, ich bin Trottel, da sind eh noch Bananen. Ah, nehmen wir die, komm. 1, 2, 3, 4. Ja, nehmen wir die. Juhu. Du, 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 du.
So, ja gut, dann können wir, wie es aussieht, den Kampf jetzt antreten gegen den Endboss. Komm, das machen wir natürlich auch schnell. Weil, jetzt sind wir gerade so gut dabei, ne? Und rein da. So, und dann füttern wir mal die Freunde. Genau, 120 brauchen die schon. Aber Hammer, weil wir haben ja alle Bananen schon geholt. Das ist das Gute. Noms, noms, noms. Ja, und schmatzen tut der auch wie ein Erwachsener. Hat dir noch nie einer erklärt, dass das eigentlich ganz böse ist, dass man das nicht macht. Und rülpsen tut er auch. So, und der kleine Spobbel ist schon fast ganz oben. Ja, aber er ist leider zu klein. Er erreicht den Schlüssel genau um einen Millimeter nicht. Jetzt müssen wir leider mit Didi nochmal nachhelfen. So. Didi, komm, füttere ihm auch ein paar Bananen. Warum nehme ich jetzt Didi? Weil mir die roten Bananen am besten gefallen. So, deshalb. Didi, füttere ihn. So. Und die Tür kann sich öffnen. Und wer hat die Ehre, gegen den Boss zu kämpfen? Und es ist Didi! Oh oh. Und alles glitzert. So, schnell rein da. Jetzt bin ich gespannt. Oh je. Spannend. Oh nein, ein Fass. Oh oh. Didi, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Da kommt jetzt wahrscheinlich gleich die Mutter. Das war jetzt keine gute Idee, Didi. Und hier ist die Mutter. Ach ey. Oh nein, es ist die Mutter. Ja, schön. Das ist nur die Frage. Ich guck mal ganz kurz, was wir hier eventuell machen können. Ah, gut. Ja, gut. Nun, es fällt nach unten in die Lava. Hey. Toll, jetzt brennt's auch. Verdammt. War das jetzt richtig? Ich glaube, das war sogar irgendwie was. Oh nein, der ist intelligent, verdammt. Der hat Hirn. Wir müssen einfach nur den Windfeuerball irgendwie ausweichen. Aber das ist momentan noch durchaus okay. Ja. Schnell, schnell, roll, roll, roll. Wir haben ihn ein zweites Mal getroffen. Flatsch. Flamme des Gefährten. Aber wir packen das, komm. So. Ja, er dreht schon richtig am Rand, ja. Also man merkt, der Vogel ist ein bisschen sauer. Aber was soll ich jetzt... Ich hab verfehlt. Ich hab verfehlt, ich bin trocken. Tja, das war jetzt echt doof. Habe ich doch echt einfach... Was war das jetzt? So, ich muss ein bisschen aufpassen, weil jetzt habe ich das, ja, den Mund ziemlich voll genommen. Nicht, dass ich da dann wirklich vergeige. Das kann ja durchaus passieren, ich kenne mich, ja. Wow. Ah, jetzt kommt er. Komm. Und den ich wirf. Ja, wunderbar. So, dann ist er jetzt tot, kann ich mir fast nicht... Okay, das war jetzt echt einfach. Juhu. Schön, und wir holen uns den Schlüssel. Donkey Kong. Achso, okay, stimmt, das war's ja schon. Ja. Jetzt müssen wir schnell raus. Gell? Na, raus da. Aus dem Level. Wir haben immer gesagt, dass wir die Level natürlich ordentlich durch den richtigen Aus- und Eingang verlassen. Klar, ne? Macht man einfach so.
Genau, und am besten noch ein bisschen in den tödlichen Treibsand springen. Weil das macht einfach viel Spaß. Das ist, darf man nicht vernachlässigen, so viel Spaß macht das. Also wieso schaffe ich nicht, dieses blöde Seil zu erreichen? Das ist ja echt ein bisschen peinlich, so. Immer noch Munition brauchen wir gleich mitnehmen. So, und wir verlassen das Level durch den Eingang. Ja, wodurch auch sonst, ich weiß nicht, keine Ahnung, dürfte mich nicht fragen. So, wie die jetzt an dieses Fass rankommen, weiß ich leider selber immer noch nicht, aber wir merken uns einfach, dass hier eins ist, dann vielleicht später mal. Man weiß es nicht. So, auf jeden Fall, genau, sind wir jetzt hier und ich teleportiere mich jetzt gleich da nach unten und dann werden wir die Aufnahme für mich, ich werde eine kurze Aufnahmepause machen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. So, also teleportieren wir nach unten noch, komm, das machen wir noch. Ich brauche irgendwo einen Übergang. Moment, wir machen einen coolen Übergang, nämlich damit ihr gar nichts merkt. Ich gehe mal einmal ganz kurz da rein. Oh, düdelülülü. Ach, sieh mal, wir sind wieder im Donkey Hauptquartier. Aber ich gehe wieder da raus. Nämlich, wir müssen da raus. Also, bis gleich, Leute. Tschüss. So, gut, und schon sind wir wieder zurück hier bei Donkey Kong 64 in einer neuen Aufnahme. Und jetzt geht's für uns. Bevor wir überhaupt mal weitergehen, werden wir ganz kurz hier mal uns Tiny schnappen. Hallo Tiny. Und mal ganz kurz, ja, in das Feengrötchen da drüben gehen. Ja, das hat einfach den ganz einfachen Grund, weil ich glaube mich zu erinnern, dass es da ganz was Tolles gibt, das wir durchaus brauchen, um die 100% zu erreichen oder die, ja, das Spiel vollständig abzuschließen. Ja, sagen wir so. So. Und wir schnappen uns ein paar Kristallkokosnüsse. Ja, 10, 11. Ja, gut, komm. Ein paar. So. Ach, und hier ist ein Federschalter. Den werden wir natürlich auch so gleich mal, wenn wir schon mal da sind. Oh, eine goldene Banane. Aber wenn das so ist. Oh, Banane. Schön. Gut, dann eben schnappen wir uns die Banane. Hey! Super, das ist die erste Banane für Tiny Kong hier draußen auf den DK-Inseln. So, aber auf jeden Fall, hier sehen wir ein kleines Loch und Tiny kann ja sehr, sehr tiny werden. Ja, darum heißt die auch Tiny. Und deshalb, naja, gucken wir mal in dieses Loch rein. Hey, oh, eine große Fee. Grundgütiger, vor kurzem gab es diese fürchterliche Erschütterung. Meine Bananenfeen sind vor lauter Panik davongeflogen. Eine stattliche Belohnung für jeden, der sie findet und zurückbringt. Bitte hilf mir, Kleine. Oh, keine Aufregung, gute Fee. Meine Freunde und ich werden auf unserem Abenteuer Ausschau nach ihnen halten, okay? Oh, wie lieb von euch. Aber die Feen lassen sich nicht einfach fangen. Die einzige Möglichkeit besteht darin, sie in speziellen Fotos aus Bananenschalenpapier zu knipsen. Ja, dazu brauchst du diese magische Kamera. Der Film ist bereits eingelegt. Um die Kamera zu gebrauchen, drücke Z. Und dann C nach unten. Mach ein Foto von einer Fee mit B. Ich bin so froh, dass ihr mir helft. Dafür bringe ich euch einen geheimen Trick bei. Halte B gedrückt, um an Kraft zu gewinnen. Und lasse los, um den Move auszuführen. Er schützt euch und kann versteckte Gegenstände ans Licht bringen. Überlegt gut, wann ihr ihn einsetzt, da er einen Kristallkokosnuss braucht. Was? Oh, cool. Ja, jetzt können wir auch endlich Fotos machen. Und so einen lustigen Megaschlag. Oh, gucke mal. Flash. Okay, also das müssen wir uns merken, weil das kann eventuell Geheimnisse bringen. Aber wir sammeln natürlich Kristallkokosnüsse, damit wir immer genug haben. So, vielleicht hier noch, da so. Ja, das sind auch noch ein paar. Gut, ich meine, so übertrieben viel brauchen wir nicht sammeln, weil wir haben ja eh schon, ja, genug. So. Gut, da sind wahrscheinlich auch nur Krikos, ja. Die nennen wir ab jetzt Krikos. Was es hier ist. Hier ist eine Riesentür. Okay. Ich vermute mal, wenn wir alle Feen gesammelt haben, können wir durch die Riesentür gehen. Ob wir das jemals schaffen werden. Nein, die Musik ist immer noch strange. Hallo Musik. Ah, Gott sei Dank.
Dachte mir schon, das bleibt jetzt für immer so. So. Gut, und rein da, weil wir haben ja einen neuen Schlüssel gefangen. Genau, den haben wir gefangen genommen. Böse Schlüssel, wir haben ihn gefangen. Haha. So, auf jeden Fall hier. Und wir schließen Schloss Nummer 2 auf. Yay, und der Kay Lams hier, wie der heißt, freut sich wieder wie ein Wilder. Juhu, juhu, Sprung, Sprung, Spaß. Ja, wie auch immer. Oh je. Ah, und es öffnet sich eine Tür. Okay. Es öffnen sich viele Türen. Ja, das ist natürlich jetzt interessant. Oh, oh, armer Typi. So, ich würde sagen, wir schalten aber trotzdem mal wieder kurz auf Donkey um, ja. Hui. Weil, ja, ich will natürlich mit Donkey die ganzen Welten als erstes erkunden, weil Donkey ist immer noch der Hauptaffe, der Chef der ganzen Bande. Darum nehmen wir Donkey. So. Oh, ja, Kamera, dreh dich wild, ist ganz okay. Ich würde mal sagen, wir starten zuerst dem Unterwasser-Ding jetzt deinen Besuch ab. Schauen wir mal. Das war dann hier irgendwo, oder? Es ist sehr dunkel hier. Adaptive Lichtanpassung. Oh mein Gott, was für eine Revolution im Game Design der späten 90er. Ja. So. Aber wo war jetzt diese Tür? Muss doch hier irgendwo gewesen sein. Bin ich jetzt ganz doof? Ja, offensichtlich, ich sollte mir die Frage, kann ich mir eigentlich selber beantworten. Ja, natürlich bist du ganz doof. Ist ganz klar, ne? Aber das war doch hier irgendwo. Da nicht, okay. Ah, da. Ja, gehen wir mal da rein. Juhu. So, wo befinden wir uns jetzt? Ah. Verstehe, in einem neuen... Okay, ja, gut, ein neues Level. Oh. Ah, und hier Blaupausen für Grün. Grün ist momentan... Haben wir noch nicht Grün, ne? Gut, weil das so ist. So, die Frage ist, ist jetzt das... Oh. Mach schon, zieh Leine! Gut, aber ich glaube nicht, dass das nächste Level ist, oder? Nee, das waren 30, weil das sind mir fast zu viel, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das nicht das nächste Level ist. Das ist eher... Komm, wir sehen uns noch etwas um. Das ist eher das übernächste, ja. Würde ich behaupten, weil 30 Bananen, das wäre schon ein bisschen heftig. Gut, wobei natürlich Sammelbau auf jeden Fall, aber gut. Guck mal, was wir hier sonst noch so haben. Juhu, wollt ihr eigentlich da noch oben? Terrorfledermäuse, ach hey. So. Da, 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 da. Was? Oh mein Gott, irgendetwas schießt auf mich. So, da rein. Was ist so dunkel? Ich sehe überhaupt nichts. Cool wäre, wenn hier irgendwo auch so eine Warp-Plattform wäre. Ja, weil das könnte spannend werden hier rüber. Ach komm, Donkey schafft das. Genau, Donkey schafft das sehr gut. Man merkt, vor allem das Spiel, es hat eine massiv hohe Anzahl an Frames per Second, ja. Wenn wir mal tippen, so müssten fast 10 sein, ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, wie jetzt? Jetzt mag Donkey gar nicht mehr auf die Plattform rauf. Das sind ja gute Voraussetzungen. Oh. Das war ja doof. Meint, ist hier vielleicht auch noch eine Tür rein irgendwo? Kann ich hier nicht die... Ah, hier ist auf jeden Fall eine Tele... Achso, nee, das ist für Tiny. Eine Platte für Tiny.
Sollten wir uns merken. Schaffen wir sowieso nicht. Und für alle, die sich jetzt fragen, was ich jetzt hier eigentlich mache, wie gesagt, ich möchte vorher noch gucken, was da sonst noch aufgegangen ist. Weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass diese 30er-Tür das nächste Level offenbart. Ja. Weil ich könnte jetzt maximal, gut, ich meine, ich könnte jetzt maximal, wie viele Bananen könnte ich jetzt maximal haben? Ich habe 4 Kongs, das bedeutet 20 Bananen pro Level. Das bedeutet, ich könnte maximal 40 Bananen haben. Gut, mit heraus und vielleicht ein bisschen mehr. Aber das glaube ich nicht. Gut, aber könnte sein. Ja, ich habe keine Ahnung. Egal, schau mal ein bisschen herum. Schadet der sowieso nicht, ne?